Moin Leute, ich begrüße euch nach etwas über 3 Wochen endlich zum 8. Teil Kämpfe, die es in Dragon Ball leider nie gab. Auch heute präsentiere ich euch wieder 3 Kämpfe, obwohl sind es eigentlich überhaupt 3? Nein, dieses Mal sind es tatsächlich irgendwie sogar 5 Kämpfe. Das liegt an einem Kampf, der aus einem Grund geändert wird und daher entstehen insgesamt 3 neue Kämpfe. Schnacken wir nicht lange drum rum und kommen zum ersten Kampf oder besser gesagt Kämpfen und es geht um das 23. große Turnier. Doch vorher, meine letzten beiden Videos, die um Nappa gingen, die sind ja bei euch extrem gut angekommen. Das lag daran, dass so viele Kommentare geschrieben wurden. Und da die beiden Videos so viele Kommentare hatten, sind sie auch sehr gut getrennt. Daher wäre es halt nett, wenn ihr bei diesem Video auch wieder einen Kommentar schreiben würdet. Wie euch das Video gefallen hat, weitere Kampfvorschläge oder gerne auch weitere Was-wäre-wenn-Vorschläge. Und natürlich ein Daumen nach oben wäre auch wie immer sehr nett. Knacken wir vielleicht wieder die über 100 Likes, das wäre sehr nett. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch gerne, um nichts mehr zu verpassen. Beim 23. großen Turnier hat ja Son Goku gegen Piccolo gekämpft und Krillin gegen Piccolo. Es wäre echt nice gewesen, wenn Son Goku und Krillin nochmal ein Rematch gehabt hätten, aber das ist ja leider nie passiert. Doch bei diesem Video gehe ich natürlich danach, das heißt, Tenshin Han kämpft gegen Piccolo und Krillin kämpft dann auch noch gegen Cyber Tao Bai Bai. Da Tenshin Han und Krillin natürlich die Plätze tauschen, ist es ja halt nur logisch, dass denn Krillin gegen Cyber Tao Bai Bai kämpft. Das finde ich an dem Format halt so interessant. Man muss nur eine kleine Sache ändern und es kann ein anderer Kampf zustande kommen oder mehrere neue Kämpfe. Wenn euch Sachen einfallen, wo man nur eine kleine Sache ändern muss und neue Kämpfe entstehen, schreibt sie wie gesagt unbedingt in die Kommentare. Für die Leute, die das interessiert, ich habe um die 80 bis 90 Kämpfe noch auf der Liste. Also das Format wird wie gesagt noch sehr lange gehen. Aber ich will halt nicht so oft einen Teil raushauen, weil das Format halt nicht so schnell abgehandelt ist. Das soll halt schon wirklich eine ganze Weile gehen. So, jetzt komme ich aber wieder wirklich zu den Kämpfen und ich bleibe auch dabei. Ich fange als erstes mit dem Kampf Krillin gegen Cyber Tao Bai Bai an. Tao Bai Bai hätte ja natürlich am liebsten gegen Tenshin Han kämpfen wollen und würde zu Krillin sagen, ach du stehst mir nur im Weg, dich beseitige ich. Oder halt etwas ähnliches. Und Krillin würde sicher so etwas sagen wie, versuch's doch, das schaffst du doch eh nicht. Tenshin Han hat hier natürlich mit das Schwert von Tao Bai Bai eine Schnittwunde erlitten, aber so gesehen hatte Tao Bai Bai absolut gar keine Chance gegen Tenshin Han. Er wurde ja mit einem Schlag am Ende besiegt. Ich kann mir denn schon echt vorstellen, dass dann Krillin statt Tenshin Han die Schnittwunde erleiden würde. Eine Szene, die ich krass finden würde, wäre, wenn Tao Bai Bai seinen Super Dedomper einsetzt und dann Krillin sein Kamehameha einsetzt, aber Krillin dann merkt, dass seine Attacke viel stärker ist und Tao Bai Bai einfach wegfegt. Tao Bai Bai ist ja größtenteils eigentlich nur noch ein Cyborg, das heißt, er hat ja eigentlich gar keine Energie mehr wirklich. Das heißt, Krillin kann seine Attacke eigentlich gar nicht richtig einschätzen und das wäre vielleicht sogar möglich, dass Krillin Tao Bai Bai mit seinem Kamehameha tötet. Und da das ja verboten ist, würde Krillin dann natürlich disqualifiziert werden. Oder die Leute sehen das halt gar nicht, dass Tao Bai Bai durch die Attacke getötet wird, sondern sie denken halt, dass er einfach weggefegt wird. Ich hätte diesen Kampf wirklich sehr interessant gefunden. Natürlich hätte Krillin hier die Nase vorne gehabt, ohne eine Nase zu haben. Versteht ihr? Weil Krillin keine Nase hat, ja, ich höre schon auf. Es wäre aber, wie gesagt, echt mal nice gewesen zu sehen, wie Krillin gegen Tao Bai Bai kämpft. Und vor allen Dingen, wie Krillin ihn besiegt. Tenshin Han hat ihn ja mit einem Schlag in den Magen besiegt und Krillin könnte es natürlich theoretisch auch, also fähig genug wäre dazu. Was halt auch interessant wäre, was hätte Krillin gegen Tao Bai Bai Super Dodomper gemacht? Hätte er es auch einfach mit einem Schrei aufgelöst? Oder hätte er einfach mit seiner Faust dagegen gehauen und es einfach weggefeuert und Tao Bai Bai würde halt nur dumm schauen und der Herr der Kraniche natürlich auch. Nun kommen wir zu Tenshin Han gegen Piccolo. Hier ist natürlich auch klar, dass es halt wie bei Krillin der Fall gewesen wäre, dass Tenshin Han am Ende verloren hätte. Hier wäre natürlich ganz klar am interessantesten, wie hätte Piccolo die Kiko-Kanone weggesteckt? Wäre er überhaupt ausgewichen oder hätte er sich die entgegengestellt? Wäre Piccolo einfach stehen geblieben und hätte sich treffen lassen, glaube ich jetzt nicht, dass er das einfach so unbeschadet überstanden hätte. In Dragon Ball Z konnte Tenshin Han Cell mit seiner Kiko-Kanone ja sogar runterdrücken. Und C16, der sogar stärker war als C17 und C18 und auf Cells Gesicht eingeschlagen hat, den hat es einfach überhaupt gar nichts mehr ausgemacht. Da sieht man halt, wie stark die Kiko-Kanone ist. Natürlich kraftverhältnismäßig war diese Szene natürlich absolut unlogisch, weil Cell hätte sich nicht mal 1 Millimeter bewegen dürfen durch Tenshin Hans Kiko-Kanone, aber sei Tenshin Han dieser Moment einfach gegönnt. Und hätte Tenshin Han jetzt wirklich die Kiko-Kanone gegen Piccolo eingesetzt? Also schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt. Hätte Piccolo das etwas ausgemacht oder nicht? Ich für meinen Teil muss ganz klar
sagen, ja, und Tenshin Han hätte ja nicht nur eine abgefeuert, sondern mehrere. Vielleicht wäre er nicht unbedingt tot, aber meiner Meinung nach hätte ihn diese schon gut geschwächt, besonders wenn es halt mehrere gewesen wären. Aber einfach diese Szene, wie Tenshin Han die Kikkō-Kanone gegen Piccolo eingesetzt hätte, die wäre Gold wert. Und natürlich auch einfach der Kampf zwischen Tenshin Han und Piccolo wäre auch sehr, sehr nice bestimmt geworden. Dann kommen wir zum Hauptgericht, und zwar Son Goku gegen Krillin. Das Rematch. Eins will ich bei diesem Kampf unbedingt sehen, und zwar, wo Son Goku und Krillin in einem Augenblick unglaublich viele Sachen machen, wie damals Krillin gegen Muten Roshi. Da könnte man halt schon lustige Szenen machen, ganz besonders mit dem Ansager, dass der zum Beispiel sagt, das ist ja doppelt so lang wie schon damals. Oder was auch lustig wäre, ist, dass er auf seine Uhr schaut und sagt, die erklären uns das jetzt schon ganze 5 Minuten, was sie gemacht haben. Verurteilt mich nicht, Leute. 5-Minuten-Witze werden niemals alt. Nie! Bei diesem Kampf wäre schön zu sehen, wenn sie viele Aktionen ihres ersten Kampfes nachmachen würden, nur halt in besserer Form. Da beide hier das Kamehameha können, wäre ein Kamehameha-Clash wie zwischen Son Gohan und Cell sehr, sehr nice gewesen. Wie die beide einfach nochmal alles geben. Son Goku würde natürlich am Ende gewinnen und wie sie sich denn die Hand schütteln. Wieder einmal, wenn man über so einen Kampf redet, man hätte ihn einfach ganz gern. Es wäre echt nice gewesen, wenn man eine Dragon Ball What-If-Serie bekommen hätte, sodass jede Folge so, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten geht, wo es halt um Was-wäre-wenn-Sachen geht. Aber was Offizielles wird man da wohl nie sehen. Höchstens etwas, was von Fans gemacht wurde. Da ich jetzt sowieso gerade beim 23. Turnier bin und insgesamt schon mehrere Kämpfe hier durchgegangen bin, kann ich eigentlich auch noch Son Goku gegen Taobei bei das Rematch durchgehen. Hätte ich mir natürlich auch für ein anderes Video aufsparen können, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt sowieso schon so beim 23. Turnier bin und so viele Kämpfe halt durchgegangen bin, kann ich halt einfach auch den noch auch mit rein. Nehmen. Dieser Kampf hätte auch einfach etwas, wo Taobei Bai natürlich unterlegen wäre und einfach sauer werden würde, dass er gar keine Chance mehr gegen Son Goku hätte. Was auch wieder eine nice Szene gewesen wäre, wenn Taobei Bai seinen Super Dodonpa einsetzt, aber Son Goku nichts macht, sondern sich treffen lässt, aber es hätte überhaupt gar keine Wirkung auf ihn und dann sieht man Taobei Bais dummen Blick. Ich überlasse es mal eure Fantasie, wie dieser ganze Kampf so ablaufen würde. Kommen wir daher mal zum nächsten Kampf, und zwar Son Goku gegen C-17. In Dragon Ball Z. Wie stelle ich mir jetzt aber vor, dass so ein Kampf stattfinden könnte? Nun ja, C16, C17 und C18 könnten einfach eher bei Muten Roshis Insel ankommen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Son Goku endlich wieder fit war. C16, C17 und C18 tauchten auf und Son Goku konnte gar nicht seinen Plan mit dem Raum von Geist und Zeit durchgehen. Was hier echt lustig wäre, C18 hätte auch gerne gegen Son Goku gekämpft und C16 sowieso, dass C16, C17 und C18 Papierstein-Schere spielen würden. Hier würden sie natürlich wieder auf eine benachbarte Insel fliegen, so wie es halt schon Piccolo vorhatte. Und meine Güte, das hätte so ein heftiger, nicer Kampf werden können. Piccolo gegen C17 war schon in Dragon Ball Z einer der besten Kämpfe. Besser gesagt sogar in komplett Dragon Ball. Das ist halt einfach einer der besten Kämpfe überhaupt, meiner Meinung nach. Und Son Goku gegen C17 hätte auch einer der besten Kämpfe überhaupt werden können, wie sie sich halt einfach die Fresse einschlagen, so wie es halt schon Piccolo und C17 gemacht haben. Das hätte so übertrieben heftig nice werden können. Es ist halt nur die Sache, ob Son Goku gegen C17 eine Chance hätte. Was ich ja in vergangenen Videos auch schon erwähnt habe, dass Son Goku nach dem Herzvirus einen Zenkai-Boost hatte. Meiner Meinung nach. Andere sehen es anders, das habe ich schon bemerkt, aber ich sehe es persönlich so, dass er einen bekommen hat. Auch hier wieder bei so einem Kampf, man hätte ihn einfach so gerne gehabt, das hätte einfach so ein super Kampf werden können. Es ist halt einfach so schade, dass man so einen Kampf leider wirklich nie bekommen hat. Natürlich, ich weiß, sie haben in Dragon Ball Super gegeneinander gekämpft, aber Dragon Ball Super, ihr wisst, ich bin davon halt absolut gar kein Fan. Im Kampf hätte C17 bestimmt auch seine Barriere eingesetzt und Son Goku sein Kamehameha. Vielleicht hätte Son Goku denn einfach weitergefeuert und seine Barriere durchbrochen. Was ich mich hierbei ehrlich gesagt echt frage, C16 ist ja eigentlich ein ruhiger Kerl, aber auf Son Goku hat er wirklich einen Hass, wie man ja gesehen hat. Hätte er denn wirklich irgendwann eingegriffen oder hätte er wirklich einfach nur zugeschaut? Das ist halt echt auch so die Sache. Was natürlich auch sehr interessant wäre, hätte Son Goku es geschafft, C17 zu überreden, die Seiten zu wechseln? C17 ging es ja darum, Son Goku zu töten, aber auf Dr. Gero wollte er nicht mehr hören. Für ihn war es ja eigentlich so gesehen einfach nur ein Spiel, wie er ja sogar selbst gesagt hat. Vielleicht hätte Son Goku so etwas gesagt wie zum Beispiel, dass es halt schade wäre, wenn das halt nur ihr einziger Kampf gegeneinander wäre und C17 hätte da vielleicht zugestimmt. Son Goku und C17 hätten sich bestimmt hier auch von einer Insel zur nächsten geprügelt und vielleicht wäre dieser Kampf sogar noch heftiger gewesen als Piccolo gegen C17, auch wenn das wirklich schwer gewesen wäre. Dann kommen wir zum
zum letzten Kampf, und zwar Kid Buu gegen Janemba. In Shin Budokai 1 oder 2, ich weiß es halt echt nicht mehr, haben die beide sich ja sogar miteinander verstanden. Ub ist ja die Wiedergeburt von Kid Buu, aber ich habe mich wirklich immer irgendwie gefragt, ob ein Teil von Kid Buu in die Reinigungsmaschine kam. Und Janemba sieht für mich zum Teil auch aus wie Kid Buu, und er benimmt sich halt zum Teil wie er, und halt die beide verstehen sich halt miteinander, auch wenn es halt nur in ein Game war. Ich stelle mir das so vor, Janemba entsteht und Kid Buu löst sich von ihm, weil er zum Teil in ihm drin ist. Da könnte man zum Beispiel machen, als Son Goku und Vegeta gerade die Fusion lernen, dass Kid Buu gegen Janemba kämpft. Und natürlich hätte das hier auch wieder ein sehr nicer Kampf werden können. Im Gegensatz zu Son Goku als Super Saiyajin 3 hätte er es gegen Kid Buu natürlich schwerer gehabt, weil Kid Buu hat einfach gefühlt unendlich Ausdauer und natürlich die beste Regeneration von allen Buus. Eine nice Szene wäre zum Beispiel einfach, wo die gegeneinander kämpfen, sie stehen einfach sich gegenüber und grinsen einfach so fett fies. Und genau das können die beide richtig gut. Wo ich sehr neugierig wäre, wenn Kid Buu seinen Verwandlungsstrahl eingesetzt hätte und Janemba voll getroffen hätte. Hätte Janemba denn überhaupt noch etwas machen können, sich wie zum Beispiel halt einfach wieder zurückverwandeln, oder hätte Kid Buu ab diesem Zeitpunkt einfach gewonnen? Oder was natürlich auch gehen würde, ist, dass Kid Buu Janemba absorbiert. Was man natürlich selbstverständlich nicht vergessen darf, Fett Gogeta oder Veku besser gesagt, gegen Kid Buu und Janemba, beide würden auf Veku einprügeln und dann zusammenarbeiten. Oder gleich perfekt Gogeta gegen Janemba und Kid Buu. Natürlich hätten Kid Buu und Janemba hier gar keine Chance, aber einfach diesen ganz kurzen kleinen Kampf zu kriegen, wäre schon nice gewesen. Janemba hat ja hier sein Schwert. Das wäre nice natürlich, wenn das eingesetzt hätte, Kid Buu in viele, viele Teile zerteilt hätte, wie es Trunks gegen Freezer gemacht hat, und Kid Buu regeneriert sich einfach mühelos daraus. Auch eine lustige Szene wäre, wenn Kid Buu und Janemba sich einfach die Fresse einprügeln und Son Goku und Vegeta schauen einfach nur dumm rein. Das wäre halt einfach so eine lustige Szene. Hätte ich jetzt beinahe nicht mehr dran gedacht, und zwar wieder meine Top 3 Liste der heutigen Kämpfe. Platz 1 ist für mich hier natürlich ganz klar, aber Platz 2 und 3, das ist halt wirklich für mich schwierig. Auf Platz 3 nehme ich hier Son Goku gegen Krillin, das Rematch beim 23. Turnier. Platz 2, Kid Buu gegen Janemba. Und Platz 1 ist für mich natürlich ganz weit vorne, Son Goku gegen C17. Schreibt wie immer eure Top 3 Liste in die Kommentare, Leute. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Wie im Video gesagt, über einen Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus und über euer Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute! Und für alle, die bis hierhin geschaut haben, schreiben Hashtag euren Platz 1 in die Kommentare, also Hashtag Son Goku gegen Krillin oder halt einer der anderen.